Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Part von The Legend of Zelda Link's Awakening. Yeah. Und zwar müssen wir mal wieder, ich dachte schon, der Schmetterling verfolgt mich. Müssen wir mal wieder, wissen wir, wo es lang geht. Wir müssen hier hin. Wir können schwimmen. Und ehrlich gesagt würde ich erstmal gucken, ob es hier irgendwo etwas gibt, was ich Neues erkunden kann, weil ich schwimmen kann. Vielleicht hier zum Beispiel. Oder hier. Das haben wir, glaube ich, schon geholt. Ja, ich glaube, sonst haben wir hier gar nicht so viel Wasserstellen. Außer, ich glaube, hier war so eine Höhle, da konnte man unter Wasser ein Herzteil holen. Ich glaube, das machen wir als erstes. Ist es weit weg? Ich kann mich teleportieren, okay. Dann gehen wir uns teleportieren. Jo. Was geht? So, ich habe mal Kopfhörer auf und das ist voll verwirrend, weil ich mich selber nicht richtig hören kann. Kenne ich nicht so, sonst höre ich mich immer ganz gut. Weil die Kopfhörerschirme so ab. Das ist so wie in ihr Kopfhörer oder so, wo man sich dann selber nicht richtig hört. Oh, ich wollte hier hin. Okay. Ja, perfekt hier. Ja, so. Sehr schön. Es geht auf jeden Fall hier voran, würde ich sagen. Und schon ganz gut. Ich bin froh, dass wir weitergekommen sind. Ah, hier können wir schwimmen gehen. Ich dachte schon, ich kann den Speer aufheben. Aber leider nicht. Au. So, unser erster Schaden von heute. Mensch. Okay. Ja, yeah, hier wollte ich hin, genau hier. Juhu. Wir haben wieder zwei. So hatte ich das so im Kopf, komischerweise. Meine Stimme ist irgendwie ein bisschen im Arsch. Tut mir leid dafür. Ich hoffe, man versteht mich trotzdem gut. Au, das hat nicht funktioniert. Er war besoffen. Ja. Haben wir noch Wasserstellen? Autsch. Vielleicht am Strand, aber ich glaube, da konnte man nicht schwimmen. Ah. Wieso verlasse ich mich von dem verarschen? Ich kann hier nicht mal runterspringen. Ich wollte eigentlich gerne direkt ins nächste Dings. In diesen Schildkrötenfresse. Ich bin hier geschwommen, als mir eine Welle mit Perlenketten vom Hals gerissen hat. Meine Perlenkette vom Hals gerissen hat. Wenn du sie findest, schenke ich dir eine Schuppe von mir. Okay. Aber wir schwimmen natürlich erstmal dahin, wo es offensichtlich, oder weiß ich nicht, wo es zumindest nicht in den Felsen, ich habe vergessen, wie dieser Turm, nicht Turm, das ist nicht der Felsenturm, wie dieser Schildkröten-Dings da heißt. Voll komisch, es war eine Nixe und kein Zora. Was haben die gegen Zoras? Oh, hier kann ich auch noch mal gucken. Autsch. Mist. Ich dachte, ich kann mich vielleicht durchcheaten. Okay, ich sollte hier weg. Bin gleich tot. Ich weiß, auch Pfeile. Ich hasse diese fliegenden Viecher, die kann man so schwer erwischen. Kann man da durchtauchen? Ne. Okay. Dann, ja. Gehen wir mal in die. Ah, okay, die können mir hier nichts. Ha. Wie es aussieht, gibt es aber echt vier Flaschen.
So habe ich das von Anfang an irgendwie gedacht, aber war mir nicht sicher, weil man generell nicht so viele Gegenstände hat wie in anderen Zelda-Spielen. Aber ich, wie gesagt, ich kenne Link's Awakening nicht so. Wieder Enterhaken oder von oben runterfallen wahrscheinlich. Wo bin ich? Okay. Hallo? Sieht aus wie so ein Pokémon-Safari-Zonen-Tür, Haus. Hallo? Möchtest du 100 Rubine mit dem Floß fahren? Nee, erstmal nicht. Ich weiß ja nicht mal, was es soll. Okay. Mit dem Floß fahren, wo bin ich? Oh. Ob er viele Kunden hat? Ach, hier bin ich. Ah, okay. Haben wir von Weitem gesehen. Okay. Ja gut, dann machen wir das einfach mal. Wer weiß, was es auf uns zukommt. Ich hoffe, man braucht keine Pfeile oder so. Möchtest du dich auf einem Flug in die Stromstellen wagen? Noch kein Rekord aufgestellt. Okay, man muss schnell sein. Oder... Egal, wir probieren es aus. Es gibt zwei Arten, die Stromschnellen zu befahren. Bei Schnappschnellen musst du dir so viele Items wie möglich greifen. Bei Schnellschnellen musst du so schnell wie möglich ans Ziel. Wir nehmen das. Vielleicht kriegen wir ja... Vielleicht kriegen wir ja ein paar Pfeile. Das wäre cool. Ah ja. Okay. Ja, da kann man, glaube ich, nicht durch. Na gut. Okay. Ah ja, da sind Gegenstände, aber eher so Rubine. Okay. Hm. Ich muss springen. Shit. Ah, das muss man noch wissen. Vorher. Da ist ein Herzteil. Verkackt. Okay. Da ist noch 100 andere Sachen. Noch mehr Sachen. Und da waren doch Pfeile. Ich komme nicht klar. Ah, okay. Ich bin hier total falsch irgendwie. Nein. Ich glaube, ich muss auf den Boden achten und gucken, wo die Dinger hinfließen, oder? Hey, kann man das noch besser lenken? Wie soll man da hochkommen? Ich dachte, ich kann vielleicht rudern. Hä? Ja, ich versuch's nochmal, aber ich... Ich will das Herzteil haben, aber ich weiß nicht... Irgendwie habe ich das Gefühl, ich kann noch nicht so lenken. Kann man noch irgendwas anderes platzieren? Vielleicht habe ich noch einen Gegenstand, der einen Ätter haken könnte, hier auf jeden Fall helfen. Naja, vielleicht kann ich hier noch nicht so viel erreichen. Ich probiere es trotzdem nochmal und gucke dann. Ja, hier sind... Ja, das ist doch für den Enterhaken, oder? Ja, schon verkackt. Oh, zumindest die Truhe habe ich... Nein. Okay. Hier keine Geheimnisse. Aha. Scheint... zu stimmen. Na gut. Ich brauche keine Herzen, aber das brauche ich auch nicht. Das ist ein Ding. Na, ich brauche Pfeile. Mist. Ja. Okay. Ah, ich fühle mich hier nicht wohl. Nein.
Na gut. Wir wissen, dass da noch so ein Ding ist. Ja, komm. Naja. Ist jetzt... Oh, oh cool. Ich wäre aber lieber wieder bei dem oben. Aber das ist ja hier direkt okay. Verstehe. Habe ich jetzt ein Floß geschenkt bekommen? Das Herz, ich weiß nicht, kann man von oben runterfallen? Warum bin ich hier? Ich weiß es nicht. Ich wollte doch eigentlich wieder zurück, glaube ich. Naja. Also, kann ich hier hochspringen? Nee, wäre zu einfach. Ach so, von hier aus. Ach, ich komme. Muss ich jetzt ernsthaft 100 Rubine verschwenden? Oh. Muss ich nicht. Ich glaube, ich war ich hier schon mal. Okay. Okay, seltsamer Ort. Aber nett. So. Ja. Hier geht's dann wahrscheinlich im Kreis und ich kann halt wahrscheinlich auch zu... Nein, kann ich nicht, okay. Also quasi nicht zu Fuß runter schwimmen in den Tod. Oh. Ist irgendwo ein... eine Muschel? Muss relativ nah sein. Ich glaube, die habe ich schon mal gesucht. Kann das sein? Ich weiß es nicht. Aber das Loch da ist auf jeden Fall auch auffällig, aber ich habe keine Ahnung, wie man da rankommt. Ach. Ich habe keine Ahnung. Ja, es muss da drin sein oder so. Naja. Aber hier ist auch ein Loch. Ich verstehe es nicht. Naja, wir werden es noch herausfinden, da bin ich mir sicher. So, und da unten können wir auch noch hin. Ich glaube, da sind wir nur einmal ins Wasser gesprungen. Ach, das ist das Schloss. Ja, okay. Unwichtig, unnötig, langweilig. Schloss. Dann würde ich wieder nach unten gehen und... Da sind ja so Wasserfälle. Kann ich da hinterschwimmen vielleicht? Dann probiere ich das mal aus, wenn ich schon hier bin. Ups. Oder unter Wasser vielleicht? Als ob man nicht in den Wasserfall schwimmen kann hier. Nein? Okay. Jetzt bin ich enttäuscht. Na schön. Und hier waren wir ja schon, weil wir den Tempel gemacht haben. Ich habe noch eine Idee, aber ich glaube nicht, dass das sowas ist. Dass man irgendwie unter der Erde durchschwimmen kann. Kann das sein? Hey. Wäre auch irgendwie zu merkwürdig oder so. Irgendwie passt das nicht. Aber man probiert es einfach mal. Okay. Dann teleportieren wir uns weg. Ist das easyste. So. Gerade. Aber es stört mich schon, dass hier so ein Ding ist und ich nicht weiß, wo.
Naja. Okay. Ich glaube, das ist tatsächlich am nächsten. So, ich musste kurz mein Headset richten. Ist immer noch nicht gerichtet. Aber es ist okay. So, da sind wir lang geschwommen. Ach. Wenn man die Geduld verliert und nicht mehr den Schild hochhält. Ich würde einfach von hier aus wieder... Habe ich jetzt Pfeile? Nein, immer noch nicht. Na schön. Dann hätte ich vielleicht direkt Pfeile holen sollen. Okay. Ganz ehrlich, wenn das so, also wenn diese Kette im Wasser ist, dann ist das doch echt peinlich, oder? Für die. Na, guck mal, da schwimmt irgendwas. Oh, oh, oh. So wie eine Treppe. So wie eine Leiter quasi. Ja, es ist Treppen. Das sind Treppen. Nur in Wasserform. Ist ja cool. Hatten wir ja schon mal, aber nicht unter Wasser. Oder? Keine Ahnung. Oder ist... Ist das hier drin? Die Zwergenbucht heißt das. Okay. Ist das hier? Ist die nächsten Kette hier drin? Fischmaul. Okay. Okay. Ja, der Tempel erinnert mich an irgendwas aus A Link to the Past, aber ist okay. Ich weiß nicht mehr was. Ey, ich hab die vollen von hinten getroffen, Mann. Okay. Ich glaube, hier sind nur Gegnerräume, oder? Ah. Irgendwie schon. Da konnte ich jetzt nicht lang, oder? Der Schlüssel und da links geht, da rechts geht's aber lang. Na, ja, hier kriegen wir den Enterhaken. Endlich. Dann sind die Rätsel der Oberwelt auch gelöst, so zum Teil. Wie die Leiter nicht mal bis zum Boden reicht. Huch. Okay. Easy. Oh. Die einfach immer gegen die Wand schlagen. So, hier gibt's einen Weg. Hier gibt's einen Schlüssel. Nein. Ach, Mist. Oder ist das einfach so einmal tauschen? Nee, okay. Ich einfach so. Ah. Auf jeden Fall sehr sandig hier. Unter Wasser eigentlich. Oder im Wasser. Hm. Unlogisch. Nein, Spaß. Spaß. Okay. Ja, das ist... Wie beim Verlies-Dungeon von A Link to the Past da in der Stadt, in der düsteren Stadt. Okay, scheint groß zu sein hier. Oh. Das ist auf jeden Fall Totkopf und vielleicht zeigt er, muss man da den Endkampf hinschicken, keine Ahnung.
Hier können wir jetzt einfach durch, das ist so schön. So, wir haben Schlüssel. Oh, der erste Raum auch mit dem Schlüssel. Hä? Ist hier nicht irgendwas reingelassen worden? Die Kristalle sind auch auffällig hier. Ich frage mich, ob das ein echter Tempel ist oder. Also, dass man ein Instrument kriegt oder es wirklich nur um die. Die nächsten Kette geht. Hier ist eine Eule. Da ist jetzt ein Feld blau, bei dem anderen waren vier Felder blau. Das heißt, es gibt hier vier Zwischenbosse. Oder was? Verdammt. Was? Was soll ich tun? Also ich muss hier sein. Zumindest habe ich keine Chance zu gehen. Ich renne einfach gegen ihn und ich renne einfach in seinen Eingriff rein. Was soll ich tun? Was? Ich habe leider auch keinen Fall, um Bogen zu probieren. Das geht nicht. Bombe geht nicht. Was ja eigentlich so mein erster Impuls war. Bombe. Hä? Doch? Okay. Da habe ich ihn noch nicht richtig getroffen oder so. Was ist, wenn man keine Bomben hat? Blip, blip. Vielleicht habe ich ihn zu spät getroffen, das wird sein. Er hat sich ja schon aufgebaut, als die Bombe explodieren wollte. Ah, du bist stärker als ich. Noch, aber ich komme wieder. Ich weiß, wo du zum Schluss sein wirst. Haha. Zumindest denke ich, dass vier so das Limit ist. So. Wenn du nach dem Inhalt dieser Truhe suchst, komm doch, hol ihn bei mir ab, Stahlforstmeister. Okay. Wir wissen ja ganz genau, was uns da erwartet. Ah, so ein Kackraum. Nee, das mag ich nicht. Gehe ich erstmal hier runter.